Ja, hallo, herzlich willkommen, liebes Publikum, zum 22. Teil unserer Podcast-Serie Divi. Jetzt. Wir haben heute einen Gast eingeladen, Maximilian Bruckner, Vorsitzender oder Executive Director der ITSA, der Internationalen Gruppenklassifizierungsentität, und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Ralf. Hallo Maximilian. Hallo. Dann steigen wir mal gleich ein in die erste Folie. Stell dich mal kurz vor und beschreib uns deinen Kryptowährigen. Sehr gerne. Mein Name ist Maximilian Bruckner. Ich bin Executive Director bei der ITSA, International Token Standardization Association. Aber ich würde einfach ITSA dazu sagen, das macht uns allen ein bisschen einfacher. Ich war vor kurzem noch Student, habe vor kurzem meinen Bachelorabschluss gemacht an der Frankfurt School of Finance and Management unter Aufsicht von Professor Philipp Sandner. Der wird ja sicher auch einigen bekannt sein in dem Feld. Und habe im Januar diesen Jahres meine Arbeit an der ITSA angefangen. Ich hatte mich davor schon länger für Krypto interessiert und Blockchain und das ganze Umfeld, aber nie so richtig den Anschluss gehabt, niemanden in meinem Umfeld gehabt, der das erleichtert hätte können, da reinzukommen. Und dann habe ich bei der Frankfurt School angefangen und hatte dann natürlich auch mehr Kontakt mit dem Frankfurt School Blockchain Center und Kommilitonen, die sich für das Thema interessiert haben. Bin dann immer mehr reingerutscht, habe im November letzten Jahres quasi bei einem Projekt der ITSA schon angefangen. Damals haben wir die Top 200 Tokens klassifiziert nach unserem System, die Top 200 nach Marktkapitalisierung und habe mich dann im selben Zug für die Position bei der ITSA beworben und für die Bachelorarbeit beim Professor Sandner. Das ist so mein Werdegang bisher. Und gab es denn vor deiner Zeit als Student auch eine Karriere, einen Werdegang in Richtung Finanzen, der so ein bisschen Ja. dazu geführt hat? Vielleicht kannst du Ja, dazu auch kann man was schon so sagen. sagen. Natürlich. Richtung Finanzen definitiv. Es ist ja auch seine Finanz, also eine Wirtschaftsuniversität, da habe ich schon immer einen Zug hingehabt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, als ich an der Uni angefangen habe, war mir noch nicht recht klar, in welche Richtung ich danach gehen wollte, ob das Private Equity wird oder Consulting oder das Ziel bei Investment Banking ist oder so. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich Blockchain gefunden habe und mich das so interessiert. Bin auch sehr zufrieden, da wo ich jetzt bin. Ich habe natürlich ein paar Praktika und Werkstudentenstellen gehabt, unter anderem bei einem Unternehmensfinanzierer aus Frankfurt, einem Startup, und danach kurzzeitig bei Büro van Dijk, beziehungsweise Moody's. Nun heißt ja unser Podcast Decentralized Finance. Was ist denn deine Definition von DeFi? Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde das relativ kurz ausdrücken und vielleicht in zwei, drei Worten einfach sagen, das ist eine gewisse Freiheit am Finanzmarkt, die man sonst vorher als Retail-Consumer noch nicht hatte, die wird einem dadurch dargestellt. Eine gewisse Demokratisierung des Systems. Ich finde, das leichteste Beispiel, oder wie ich es mir immer vorstelle, ist, bin zum Beispiel, er war bis vor kurzem noch bei der Sparkasse und ich überlege mir immer, was wohl passieren würde, wenn ich reinlaufe und mal frage, hey, schauen Sie mal her, hier ist x-beliebiges DeFi-Protokoll. Wie viele von den Produkten haben Sie denn oder was kann ich denn mit Ihnen Ähnliches machen? Und ich glaube, da würden die meisten, ja, oder die meisten Banken sehr schlecht aussehen. Das ist für mich so die Attraktivität von DeFi. Das ist einfach ein Sprung nach vorne, vor allem in Deutschland. Eine richtige Definition, Maximilian. Dann kannst du es irgendwie mal in einem Satz auf den Punkt bringen, wie du es definierst. Du hast jetzt ein Ich habe bisschen viel länger erzählt, drüber. ich weiß. Ja, DeFi für mich ist, wie der Name schon sagt, die Dezentralisierung, die Öffnung und die Demokratisierung des Finanzmarkts über Blockchain-Technologie. Ah, okay. Na gut, das ist eine klare Definition. So, du stell dir vor, du bekommst 1000 Euro von uns. In was machst du damit? In was tauschst du sie? Ich glaube, ich würde die 1000 Euro nicht zu sehr aufteilen. Sondern tatsächlich wahrscheinlich als ersten Schritt das in gleichen Teilen an Bitcoin und Ethereum aufteilen
und mir dann noch ein weiteres Protokoll oder Projekt heraussuchen, das mich besonders interessiert. Ich glaube, momentan wäre das für mich so etwas wie Polkadot oder Chainlink oder eventuell auch IOTA, einfach ein Produkt, das mich von der Technologie her interessiert und von dem ich auch weiß, dass es eine starke Community hat und es auch vorwärts geht und Sachen passieren und es nicht, ja, kein Stillstand herrscht. Aber du weißt, dass IOTA seine Coin-Idee, also das heißt die Dezentralität, dieses Jahr erstmal abgesagt hat. Nachricht von gestern. Also wir kriegen es nach wie vor nicht hin, wirklich eine Blockchain oder dezentral zu werden. Ja, das stimmt. Das ist auch schade. Sie schaffen es aber, finde ich, immer noch gut, ihre Idee, sage ich mal, zu verkaufen. Und ich glaube schon, dass das ein ziemlicher Gamechanger sein kann. Würde aber wahrscheinlich an dieser Stelle als erstes in ein Projekt investieren, das vielleicht einen anderen Track Record hat, was Deliverables angeht. Wobei ich natürlich einwerfen muss, Ralf, IOTA hat keine Blockchain, sondern die haben einen Tangle, sagen wir so, und der hat natürlich noch viel Raum für Verbesserung. Vor allen Dingen, wenn ich dann an den Monte Carlo Random Walk Algorithmus denke, den, naja, den hätte ich schon längst abgeschafft. Aber kommen wir mal zur nächsten Folie, zu ITSA an sich. Vielleicht tust du noch mal kurz die Abkürzung wiederholen für die, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Und was ist die ITSA und was macht sie, welche Aufgaben hat sie und so weiter? Ich glaube, ich würde vielleicht ein paar von den Fragen hier auf einmal beantworten. Was waren die Auslöser? Wann wurden wir gegründet? Einfach das Ganze mal kurz erklären. Also die ITSA, wie gesagt, die International Token Standardization Association, Deutschland eingetragener Verein, eine Not-for-Profit-Organisation. Und wir befassen uns mit der Standardisierung von globalen Tokenmärkten. Und viele Leute denken da immer direkt an technische Standards von Tokens, also oh, ihr baut sowas wie ERC20 nach oder ähnliches. Das machen wir nicht. Wir fokussieren uns wirklich auf den Markt. Die Auslöser für die Gründung Ende 2018 war tatsächlich, dass eines der Projekte, das ITC, International Token Classification Framework, dazu werden wir sicher auch noch später mehr reden, angespornt wurde durch ein Forschungsprojekt, das beim Frankfurt School Blockchain Center einging. Und das Projekt wurde dann stillgelegt oder es ist zumindest nicht so viel draus geworden, wie man sich erwartet hat. Aber dann haben sich unter anderem Professor Sandner und Konstantin Ketz zusammengesetzt und sich überlegt, was man daraus machen kann, weil die saßen dann auf diesem angefangenen bzw. quasi fertigen Projekt, wie sie dachten, viel Potenzial, das sonst irgendwie eingestaubt wäre in irgendwelchen Akten. Das war dann der Auslöser. Dann hat man eben ein bisschen gebrainstormt, wo sieht man noch einen ähnlichen Need im Markt für mehr Transparenz, für mehr Sicherheit. Und so kam dann die ITIN, die International Token Identification Number. Das heißt, das sind quasi unsere zwei Projekte. Eine Identifikationsnummer, eine einzigartige und fork-resilient Identifikationsnummer für Tokens und ein Klassifizierungsframework, um Tokens eben eindeutig einzuordnen nach ihren wichtigsten Merkmalen und Charakteristiken. Lass mich noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen, die es mir gerade eingefallen ist. Wie definiert ihr Token? Also ich unterscheide zwischen Münzen. Münzen ist die native Währung einer Blockchain. Manche sagen auch Coins dazu. Und Token, das sind ja so wie Wertmarken, die hängen von diesem Ökosystem ab, in dem sie existieren. Und was ist bei euch gemäß eurem Standard ein Token? Also wir schauen, in unseren Article Association steht auch, es sind DLT-based Cryptographic Tokens. Und Tokens sind für uns das ganze Ökosystem, also auch native Coins, wie du es jetzt gesagt hast, auch Security-Tokens, auch eben ja, gewisse Währungen, die nicht native sind, sondern nur auf einem Protokoll bestehen, auch NFTs fallen darunter. Das wird dann alles im ITC eben mehr runtergebrochen. Und dort unterscheiden wir dann zwischen Blockchain Native oder Application Layer. Vielleicht noch eine Frage von mir, das ITIN, also die International Token Identification Number. Ist das mit irgendetwas vergleichbar wie bei den Aktien? Ist das vergleichbar mit der WKN oder? Man könnte sagen, das ist vergleichbar mit der ISIN, sorry, und der WKN. Dasselbe Prinzip. Wir haben halt gesehen, dass man einerseits natürlich in der DeFi-Welt
wenn man mal das Beispiel von Uniswap in den ersten Tagen nimmt, dass es halt, dass die Namen und Ticker der Token und der Projekte nicht einzigartig sind und dass halt oft etwas Verwirrung herrscht und auch oft in die falschen Projekte dann investiert wurde von Leuten. Da geht wahrscheinlich immer noch viel Geld verloren. Und andererseits ein bisschen mehr Future Looking, wird man das wohl unserer Meinung nach für Security Tokens auch benötigen oder wir nennen das Investment Token, weil man ja zwar einerseits das zugrunde liegende Wertpapier hat oder Finanzinstrument, welches man tokenisiert. Der Token an sich ist aber nochmal ein eigenes Instrument, ein eigenes Layer. Wenn man jetzt das Beispiel von Apple-Aktien nimmt, dann sagt ja niemand, dass es Apple-Aktien nur auf Ethereum geben wird. Wenn wir mehrere Protokolle haben, auf denen das laufen kann, dann kann es ja auch Apple-Aktien auf Tezos geben, auf Solana, auf Tron. Und dort wäre es aber dennoch wichtig zu wissen, welche Apple-Aktie man jetzt hat und worauf die läuft. Zweite Frage ist, wer oder was waren die Auslöser für die Gründung der ITSA? Ja, wie gesagt, ich glaube, der erste Auslöser war eben dieses Projekt, das es schon gab und dass man damit mehr machen wollte und mehr darin gesehen hat. Und der zweite Auslöser war damals, dass man sich einfach ein bisschen herumgehört hat im persönlichen Netzwerk und unter den Partnern und Mitgliedern, Mitbearbeitern am FSBC und gemerkt hat, dass das gesucht wurde. Es gab sowas nicht. Man sagt immer, Blockchain ist transparent, aber es ist sehr wohl schwer und finde ich unübersichtlich, zumindest der erste Schritt da reinzukommen. Und man hat zwar diese Transparenz, aber es fehlt ein bisschen der Zugang zu den Daten, die man vielleicht sehen möchte, und der Zugang zu den Tokens. Und die Sicherheit, vor allem bei institutionellen. Und ich denke auch, Ich fehlt noch habe, die Übersicht. die Übersicht, danke. Ja, das ist Also auf ich jeden Fall wichtig. habe von der ITSA oder der Initiative zu ITSA das erste Mal in 2019 gehört. Und zwar vom Johannes Pfeffer, einer der Gründer von EDPA. Und da gibt es ja, glaube ich, auch den Nils Bundi. War er auch einer mit der Gründungsmitglieder der ITSA Ja, oder ist es? also deren Unternehmen Edpar ist eines unserer Gründungsmitglieder und der Nils Bunny leitet die ITIN Working Group. Ist da quasi der Kopf hinter der ITIN und baut diese weiter auf, entwickelt die weiter, schreibt die Dokumentation dazu und das Framework. Wer waren die Gründungsmitglieder der ITSA? Gründungsmitglieder hatten wir tatsächlich einige, unsere Associated Founding Members, die damals 2018 schon hinzugestoßen sind. An erster Stelle würde ich sagen, steht schon das Frankfurt School Blockchain Center, eben auch EDPA, unter anderem dann, ja, die Crypto Valley zum Beispiel sind auch Partner. Ich finde es schwierig, die aufzuzählen. Es sind viele und ich möchte eigentlich jetzt keine bevorzugen und auslassen, aber ich glaube, wenn ich die jetzt alle runterratter, dann ja, dauert das zu lang. Es reicht, die aufzuzählen, die wir kennen. Und die hast du ja jetzt, denke ich mal, aufgezählt. Die anderen kennen wir noch nicht. Die nächste Frage, die ich habe, ist, woraus finanziert sich denn die ITSA? Ich meine, du bist Executive Director, beziehst sozusagen dein Gehalt von dort. Und das ist eine Frage. Die zweite ist, gibt es eine Wettbewerbsorganisation? Steht ihr im Wettbewerb oder seid ihr diejenige, welche einzige? Wir finanzieren uns aus den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder. Da haben wir zwei verschiedene Arten der Mitgliedschaft, eine Supporting und eine Active Membership. Da gibt es eigentlich zwei große Unterschiede. Einerseits dürfen die Supporting Members nicht wählen in unserer Versammlung. Dürfen auch nicht ganz so aktiv an den Arbeitsgruppen teilnehmen, also haben quasi weniger Entscheidungskraft, was die Projekte angeht. Und die aktiven Mitglieder haben auch vollen Zugang zu unserer Datenbank über einen API-Anschluss. Und wir finanzieren uns einfach eigentlich nur ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern. Die sind natürlich auch bereits, auch diese Zahlen, die sind auch sehr überschaubar. Und ist da das Who is Who der Kryptobörsen, der Exchanges auch Mitglied bei euch? Also die Börse Stuttgart Digital Exchange sind zum Beispiel auch nochmal Gründungsmitglieder der ITSA, Founding Members.
Was die anderen Exchanges angeht, tatsächlich noch nicht so viele. Wir haben aber ein paar interessante DeFi-Projekte, also MakerDAO zum Beispiel, sind Supporting-Mitglieder von der ITSA. Und vielleicht auch, um auf die Wettbewerbsorganisation-Frage nochmal einzugehen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einerseits unserer Arbeit als Netzwerk und Plattform für unsere Mitglieder, die Panels organisieren, Roundtables organisieren und einfach eine Plattform für den Gedankenaustausch bereitstellen für die Mitglieder. Da gibt es ja einige, zum Beispiel die Crypto Valley Association in der Schweiz oder je nach Interessengebiet verschiedene Vereine. Und andererseits dem ITC, der ITIN und der Tokenbase, unserer Datenbank. Für die ITIN gibt es quasi einen, und zwar ist das der Digital Token Identifier, der ist aber so noch nicht fertig. Der wird momentan noch entwickelt, der ist auch mit ISO-Mandat dann. Für das ITC gibt es ein paar verschiedene Token Taxonomy Framework, die Interwork Alliance zum Beispiel baut da auch was auf, aber die haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Also wir schauen uns den Markt an und entwickeln daraus unsere Classifications und schauen uns an, was es gibt und wie können wir das einteilen. Bei der Interwork Alliance geht es etwas mehr darum, das quasi wie ein Baukasten zu machen für Tokens. Also ich will einen Token, der einen gewissen Nutzen hat oder in eine gewisse Klassifizierung fällt. Was muss ich beachten, wenn ich diesen Token dann baue? Ja. Und zur Tokenbase ist es am Ende des Tages ist es eine Datenbank. Da gibt es sicherlich einige Wettbewerbsorganisationen, aber meiner Meinung nach keine, die eben genau diese Daten so kompakt darstellen kann, vor allem die ITC-Classification. Und was das ITC angeht, sind wir auch die Einzigen, die wirklich sich die Zeit genommen haben, Tokens zu klassifizieren. Viele Token-Taxonomy-Frameworks, die von diversen Forschern vielleicht mal hergestellt wurde für Forschungsprojekte oder Ähnliches, wurden halt dann als Beispiel vielleicht für 5 Tokens angewandt. Dann nimmt man gerne mal Bitcoin, Ethereum, irgendein DeFi-Token, irgendein Security-Token-Ding und klassifiziert das. Und wir haben uns eben bewusst hingesetzt, haben gesagt, wir nehmen einfach die Top 200, fangen jetzt übrigens auch wieder an mit der nächsten Runde, machen jetzt die Top 400 und schauen uns an, wie klassifizieren wir die Tokens und können wir den wichtigsten Eigenschaften abbilden? Können wir den Markt so abbilden, wie er ist? Oder müssen wir da noch was verändern an dem Framework? Gibt es vielleicht etwas Neues, das sich entwickelt hat, seitdem wir diese Dimensionen ursprünglich gebaut haben? Also es ist auch bewusst entwicklungsfähig. Dann noch 2 Fragen von mir. Die eine ist, habt ihr Mitglieder auch in Übersee, also Asien und USA? Mhm. Und die andere? Die andere Frage ist, werden aus eurer Sicht auch digitale Zentralbankwährungen, sofern sie vielleicht mal auf einem Token oder Tokenmodell basieren, dann auch bei euch versucht zu klassifiziert oder wie sieht das aus? Okay, verstanden. Also erstmal zu den Übersee-Mitgliedern. Wir haben ein paar Mitglieder in den USA und auch in Südamerika sind jetzt einige dazugekommen. In Asien haben wir ein großes Mitglied, welches auch gerade die ITIN einbaut in eine Tokenisierungsplattform und arbeiten auch dran, wobei man sagen muss, dass wir tatsächlich noch relativ europazentrisch sind und die meisten Mitglieder doch in Europa ansässig sind. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass wir in Deutschland gegründet wurden und ein gewisses Netzwerk mitgenommen haben, auch direkt. Zu den CBDCs, wir beschäftigen uns damit auch mit den Zentralbankwährungen, versuchen wir auch zu klassifizieren, haben wir aber momentan tatsächlich noch nicht so beachtet, weil es gibt noch nicht so viele und uns geht es ja auch eher um die Tokenmärkte, wie wir sie jetzt haben. An diesen wird ja dann mit den Zentralbankwährungen wahrscheinlich weniger direkt gehandelt, in dem Sinne, in dem mit Kryptowährungen momentan gehandelt wird. Gibt es aber ein paar andere Organisationen, unter anderem die Digital Euro Association, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen, die beschäftigen sich dann ausschließlich damit. Einige Begriffe mehrmals gebraucht, ITIN, ITC. Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen und auch ein bisschen die Abgrenzung zu euch? Also welche Klassifikationsregeln verwenden die und welche im Gegensatz ihr? Also ich kann ja mal ein bisschen beschreiben, wie wir so einen Token klassifizieren und wie das dann aussieht.
Das ITC besteht in der Version 1.0 aus 6 Dimensionen. Diese sind dann heruntergebrochen in verschiedene Klassen, Kategorien und Unterkategorien, je nachdem, was das für ein Token ist, den man sich anschaut. Jetzt mit der Version 1.1 kommen nochmal 4 weitere Dimensionen hinzu. Die wichtigsten, würde ich sagen, oder die anhand man das, finde ich, am besten erklären kann, ist die erste Dimension Economic Purpose. Da schauen wir ans, okay, was ist der Zweck dieses Tokens? Was hat sich der Entwickler dieses Tokens dabei gedacht? Wofür soll dieser Token benutzt werden? Dann haben wir das heruntergebrochen in an erster Stelle Payment Token, Utility Token und Investment Token. Das ist ja sehr bekannt eigentlich, das wird ja oft so verwendet auch. Und das brechen wir dann weiter runter. Bei Payment Tokens schauen wir uns an, eigentlich quasi, ist das ein Stablecoin oder nicht? Also ist es a pegged Payment Token oder unpegged? Unpegged, zum Beispiel Bitcoin, das ist an keinen anderen Wert gebunden, im Gegensatz zu USDC oder Tether, welches ja dann doch an, in dem Fall, den US-Dollar gebunden ist. Das ist dann ein Fiat-pegged Payment Token. Wir schauen uns aber auch Tokens an, die an zum Beispiel Gold gebunden sind oder Platin oder ähnliches. Dafür haben wir auch eine Kategorie. Dann haben wir die Utility Tokens. Da geht es uns speziell um Token, die ihren Nutzen nur in einem gewissen Ökosystem haben, die sonst nicht als einfaches Zahlungsmittel gedacht sind oder zumindest nicht als Zahlungsmittel außerhalb ihres kleinen Ökosystems. Ethereum ist für uns zum Beispiel ein klassisches Utility Token, und zwar momentan ein Settlement Token. Das wird nur benutzt, um Transaktionen auf Ethereum zu begleichen, zu bezahlen und eben auch für die Transaction Fees aufzukommen. Wir haben dann aber auch sowas wie einen Access Token, der gibt einem bestimmte Rechte in einem Ökosystem. Manchmal ist der dann auch mit irgendwelchen Perks verbunden, dass man, wenn man den Token hält, vielleicht gewisse Ermäßigungen bekommt für die Trading Fees oder sowas. Und eben für DAOs interessant die Governance Tokens, die dann benutzt werden, speziell um zu wählen in einem gewissen Ökosystem. Das sind so für uns die drei wichtigsten Sachen, die Utility Tokens momentan machen. Und dann schauen wir uns die Investment Tokens an, also Security Tokens. Die brechen wir dann ganz klassisch herunter auf Klassifizierung nach der CFI, Classification of Financial Instruments. Ist das als Schuldverschreibung einzuordnen? Ist das ein Genussrecht? Ist das tatsächlich eine Aktie? Was für ein Wertpapier ist das eigentlich, das da abgebildet wird auf dem Token? Und das Ganze verläuft so, wir klassifizieren immer im Sechs-Augen-Prinzip, schauen sich drei Leute von uns, von der ITSA, unabhängig voneinander diese Tokens an und treffen sich dann und diskutieren das. Und dann nach einer Diskussion, wenn es unterschiedliche Meinungen gab, wird abgestimmt. Ist quasi eine Abkürzung von euch, ne? International Token-Klassifizierung, nach dem Standards oder Versionen klassifiziert ihr eure Token, richtig? Ja. Und das ITIN? Genau, und das ITIN ist die International Token Identification Number, also eine Identifizierungsnummer für Tokens, die wir entwickelt haben, um Tokens, wie eben schon gesagt, eindeutig und fork resilient zu identifizieren. Das Ganze basiert auf der UTL, wieder so eine Abkürzung, Uniform Token Locator, ist dann vergleichbar mit einer URL, die man ja vom Internet kennt. Also es ist zusammengebaut aus verschiedenen Smart Contract Adressen, der letzten Post-Fork-Hash, dem Genesis-Hash, der Blockchain, auf denen der Token läuft, quasi aus diversen Komponenten zusammengesetzt. Das ist aber für den Menschen eher unleserlich und unbrauchbar, weil es ist dann natürlich auch sehr lang. Und das kann man dann verkürzen in die ETIN, die ist nur 9 Ziffern lang, alphanumerisch, mit quasi einer Checksum am Ende, die berechnet wird aus den vorhergegangenen 8 Ziffern, 8 Stellen. Wie gesagt, da gibt es einige Use Cases für einmal die Aktien, wie schon angesprochen, dass man eben den Token Layer unabhängig vom unterliegenden Wertpapier oder Asset identifizieren kann. Wir haben da, als ETIN konzipiert wurde, wurde auch daran gedacht, dass man vielleicht gewisse Kaufverträge für Tokens hat in der Zukunft oder vielleicht jetzt auch schon. Wie identifiziere ich den Token, den ich kaufe in meinem Vertrag, den ich abschließe, vielleicht bei Investment Tokens oder Ähnlichem? Man könnte die Smart Contract Adresse verwenden, die verändert sich ja dann aber, wie gesagt, wenn es irgendeine Fork gibt.
Dann steht da eine falsche Adresse in dem Vertrag, muss dann der Vertrag angepasst werden. Und das kann man eben über die ITIN verhindern. Nun gibt es ja auch also nicht fungible Token, NFTs genannt, die ja eine gewisse Einzigartigkeit repräsentieren. Klassifiziert ihr diese auch oder werdet ihr das noch tun? Klassifizieren tun wir die NFTs momentan noch nicht. Da gab es aber schon einige Überlegungen intern und auch von den Mitgliedern, ob es denn Sinn ergibt, noch gewisse Dimensionen vielleicht aufzubauen im ITC, speziell für NFTs, die dafür relevant sind. Wir können sie aber identifizieren mit der ITIN. Also die ITIN hat die Möglichkeit, eben auch technische Möglichkeit, auch diese Tokens zu identifizieren. Allzu viel haben wir damit noch nicht angefangen, weil erstmal sind es wirklich sehr viele Tokens und wir waren uns intern noch nicht sicher oder diskutieren gerade noch, ob wir dann tatsächlich jeden NFT einzeln identifizieren möchten mit der ITIN oder ob es da vielleicht eine andere Herangehensweise geben könnte, in der man sagt, okay, nehmen wir mal ein Kunstwerk als Beispiel. Du hast dieses NFT von diesem Kunstwerk, davon gibt es aber 10 Stück. Das ist einfach eine Ausgabe von 10 Stück. Braucht dann jedes dieser 10 Kunstwerke die eigene ITIN oder reicht es für die Gründe, die wir haben oder aus unserer Sicht, wenn man einfach diese Edition mit einer ITIN ja, versieht. Gibt es in beiden Fällen Argumente für, Argumente dagegen? Fakt ist, wir haben die Möglichkeit, alle NFTs zu identifizieren. Wir arbeiten dran. Okay. Habt ihr bei euch in der Bewertung der Token auch eine Risikobewertung oder ein Risikoklassifikationsmodell? Nein, das machen wir tatsächlich nicht. Haben wir auch wieder ein Mitglied, ganz interessant, aus Polen. Die nennen sich Token Guard und die arbeiten an einer automatisierten Risikobewertung für die Smart Contracts. Also für die technische Sicherheit. Wie anfällig ist dieses Protokoll für gewisse Hacks? Was kann passieren? Welches Risiko trage ich in dem Sinne? Was passiert mit meinen Token, wenn das gehackt wird? Verliere ich die oder verliere ich meine Daten? Wo sind die Sicherheitslücken? Und die vergeben Ratings. Da sind wir gerade dabei, das anzubinden, dass eben einerseits Token Guard die ITIN benutzt auf ihrer Plattform, in ihren Datenbanken, um ihre Token zu identifizieren und eben andererseits wir auch deren Security-Rating übernehmen können. Wie kann man denn überhaupt Mitglied werden bei euch und warum sollte man Mitglied werden, Maximilian? Also Mitglied werden ist ziemlich einfach. Das läuft sehr simpel über unsere Website itza.global. Dort sieht man auch übrigens noch einige Informationen über uns. Da kann man sich bewerben als Mitglied. Da gibt es ein Formular, das man ausfüllt. Kann man sich auch direkt auswählen, für welche Mitgliedschaft man sich interessiert und angeben, an welchen Themen man interessiert ist, der ITZA, aber auch welches Wissen man bereits hat und wo wir dann das neue Mitglied einbringen könnten in den Arbeitsgruppen. Warum sollte man Mitglied werden? Da gibt es viele unterschiedliche Gründe, je nachdem, was man sucht. Viele Startups entscheiden sich für eine Mitgliedschaft, um das Netzwerk auszunutzen, ihr eigenes Netzwerk aufzubauen. Wir haben da auch ein Membership Directory, also alle Mitglieder können miteinander in Kontakt treten. Wir geben auch sehr gerne Intros für die Mitglieder. Wir nehmen unsere Mitglieder bevorzugt als Speaker bei unseren Webinaren oder Roundtable. Als Experten laden wir sie ein und platzieren die gerne. Wir machen auch viele Medium-Artikel, die wir wöchentlich schreiben und nehmen dort auch sehr gerne Mitglieder als ja, Co-Autoren oder nehmen Themenvorschläge von Mitgliedern gerne an. Als Security-Token-Plattform ist es interessant, weil man eben über die API die ITIN komplett einbauen kann. Als zum Beispiel ein anderes Beispiel CryptoTax, beziehungsweise ist ja jetzt auch BlockBit. Auch Gründungsmitglieder benutzen das eben, um dann in ihren Steuererklärungen die Tokens nochmal eindeutig zu identifizieren mit der ITIN. Also es gibt da einige verschiedene Gründe, warum man Mitglied werden sollte, sollte jedoch ein ja, gesundes Interesse für Blockchain mitbringen. Also, unser Podcast heißt ja Decentralized Finance. Und wo siehst du die Aufgaben oder Vorteile der ITZA in Bezug auf den boomenden DeFi-Markt? Einige Sachen. Also einerseits ist die ETH Open Source. Sieht man auch auf GitHub. Ich finde, das ist ganz in the spirit of DeFi. Und das ist auch so gewollt. Die ETH ist kostenlos und ist ein einfaches Tool, um ein bisschen Ordnung
zu bringen und das Ganze etwas übersichtlicher und überschaubar zu machen. Und ich glaube, das ist ein Problem vom DeFi-Markt momentan. Es tut sich viel und es wird auch vieles besser, aber es gibt eben auch noch viele, ja, Grauzonen oder einfach Bereiche, die eben nicht so aufgeräumt sind und nicht so leicht überschaubar. Das, denke ich, ist ein Vorteil der ITSA und der ITIN speziell im DeFi-Markt. Genauso wie das ITC, weil man eben daraus ein bisschen oder schnell sehen kann, ja, was die Hauptcharakteristiken von einem gewissen Protokoll sind oder was dieser Token bringt, ob das jetzt ein Stablecoin ist eben oder ob das über zum Beispiel die Rubrik oder Dimension Issuer Industry kann man dann natürlich auch sehen, okay, ist das ein Lending-Protokoll oder machen die nur Staking, ist das vielleicht sowas Yearn-Finance-mäßiges, Yield Farming, das kann man auch alles aus dem ITC herauslesen. Das sind so zu den Aufgaben, würde ich sagen, und Vorteile Mir einfach fällt davon. gerade ein, kannst du uns im Nachgang zu unserem Gespräch heute vielleicht mal ein paar Beispiele für Bitcoin, für Ethereum und noch von mir aus für drei weitere Token oder Münzen mal zukommen lassen, dass wir die Sehr gerne. beispielhaft da mal veröffentlichen können. Vielleicht schneide ich die auch mit rein ins Video, müssen wir mal gucken. Ja, ich kann dir ein paar Beispiele schicken. Ich kann dir auch aber es ist vielleicht ein bisschen zu lang, den CRC-Vortrag geben. Da bin ich DAI und den Maker Governance Token durchgegangen. Gerne, Aber dann ich glaube, verlinkt die, man ja. den. Den verlinkt man dann Sehr cool. mit sehr, sehr, sehr gerne. Super. Dann komme ich mal zur nächsten Frage. Welche Herausforderungen bringt denn DeFi und das Thema NFT für euch, für die ETHZA? Ich würde sagen, dieselben Herausforderungen, die viele Leute in dem Feld haben. DeFi bewegt sich sehr schnell. Wir versuchen, den Markt irgendwie einzufangen und zu klassifizieren, kategorisieren. Und es entstehen aber immer neue Sachen, an die man einfach vorher nicht gedacht hat, bis man sie dann sieht, natürlich. Speziell bei der ITC-Klassifizierung glaube ich auch, dass es längerfristig vielleicht etwas schwieriger wird, Utility-Tokens einzufangen. Weil es ist ja theoretisch, everything is programmable. Man kann ja sich alles zusammenbauen über Ethereum oder egal welche Blockchain man dafür benutzt oder Tangle, eben über die Smart Contracts. Und dadurch wird es sicherlich viele Tokens geben, die eben nicht nur eine oder zwei oder drei Nutzen und Utilities haben, sondern gleich mehrere Sachen mit sich bringen. Und das dann in einer Kategorie einzufangen, wird wahrscheinlich schwieriger werden. Dasselbe gilt für NFTs. NFTs sind auch nicht wirklich limitiert. Ich meine, der NFT-Hype, den wir jetzt gesehen haben, war ja sehr fokussiert auf Sammlerstücke, Kunstwerke, CryptoPunks, Pferderennen zum Beispiel auch, lauter so Sachen und Gamification. Aber NFTs haben ja dennoch auch eine gewisse Attraktivität, wenn man sich ja, echte Assets anschaut, Gold vielleicht sogar oder Oldtimer oder Kunstwerke oder generell in Alternative Investments, die man darüber abbilden könnte. Könnt ihr das überhaupt mehrere Haupteigenschaften parallel abbilden oder könnt ihr nur eine Haupteigenschaft abbilden? Also wir haben ja, wie gesagt, es sind ja mehrere Dimensionen. Also wir schauen uns an, Economic Purpose, Technological Setup, läuft das auf Ethereum, ist das Blockchain Native? Wenn ja, ist es ein ERC20 oder 721? Dann schauen wir uns an, ob man Legal Claim damit verbunden hat. Also gibt es irgendein Recht, das ich bekomme gegen den Emittenten dieses Tokens? Aus welcher Industrie kommt der Emittent? Und so weiter und so fort. Wie ist das mit Mika einzuordnen? Also es werden viele Charakteristiken abgebildet. Momentan haben wir noch keine Schwierigkeiten. Long term wird es sicherlich spannend, gewisse Token einzuordnen innerhalb einer Dimension. Momentan haben wir da den Ansatz, dass wir sagen, okay, was ist der Hauptzweck? Was ist der, quasi, womit würde man diesen Token vorstellen, wenn mich jemand fragt, hey, wofür benutzt du den? Was ist das Erste, das ich sagen würde? Was ist das Wichtigste? Als was wurde es gedacht? Angenommen, also es wird ja in Zukunft auch alles immer mehr programmierbar und es entstehen im DeFi zeitlich begrenzte lebensfähige Token oder Angebote.
Und also wenn eine automatische Tokengenerierung erfolgt, wie würden in Zukunft oder wie habt ihr vor, dass solche Token dann auch in eure Klassifizierung reinkommen? Das ist noch noch in der Diskussion bei uns. Wir überlegen, das ist nicht so einfach. Ja, ich denke mal, das ist auch ein ziemliches Unterfangen. Aber ich denke mal, ein Ansatz dafür wäre natürlich zu gucken, welche Dimension der Smart Contract erlaubt, um das Problem zu lösen. Aber ich sehe es auch als eine Herausforderung an. Kommen wir mal Ja, zum nächsten Punkt. Es gibt, DeFi ist ja ein übelstes Gemenge und ziemlich viel Aktivitäten, ist ziemlich viel passiert dort. Habt ihr DeFi-Monitore, die ihr nutzt, also Webseiten, Dienste im Internet? Und wenn ja, welche davon kannst du empfehlen? also ich benutze für das jetzt vielleicht nicht speziell DeFi, aber generell für das Umfeld. Ich benutze persönlich viel CoinMarketCap. An die sind wir auch angebunden, zum Beispiel CoinGecko und Messari, finde ich sehr interessant und hilfreich. Bietet ihr darüber hinaus, wenn eure Tokenklassifizierung weiter fortgeschritten ist, werdet ihr dort auch eine API-Anbindung anbinden, dann mit Information Services oder vielleicht dann auch Meldeservices? Ist sowas auf der Roadmap? Die API ist fertig für aktive Mitglieder. Also speziell für die ITIN ist sie fertig. Die ITC-API ist eigentlich auch fertig, aber da sind wir noch ein bisschen vorsichtiger, weil wir halt die Klassifizierung natürlich selber nochmal monitoren und checken müssen. Aber eine API für unsere ITIN-Daten gibt es für aktive Mitglieder. Die können ITINs abrufen für Tokens. Sie können auch ITINs erstellen für neue Tokens, die sie emittieren. Kannst du noch mal den dritten Dienst wiederholen vorhin? Also CoinMarketCap, CoinGecko und der dritte? Messari, messari.io. Gut, die letzte Frage auf dieser Folie dreht sich wieder um die Risikobewertung. Da hattest du vorhin ja schon mal gesagt, dass ihr mit einer polnischen Firma da in Gesprächen seid, um das eventuell auch noch mit aufzunehmen bei euch in die Projekte, richtig? Oder in die Ja, Tokenisierung, in die Standardisierung. also wir möchten jetzt keine Risikobewertung im Sinne von Anlage, no financial advice, Anlageberatung machen. Das ist auch gar nicht unser Ansatz. Also wir wollen eigentlich keine Risikobewertungen abgeben. Das hat sich halt angeboten mit diesem Startup, die wollten Mitglieder werden. Und es ist ja, wie gesagt, eine sehr, sehr objektive Bewertung in dem Sinne, dass es sich halt nur die Smart Contracts anschaut und ihr wirklich einfach nur besagt, hey, wir haben da unsere Checks gemacht, wir haben geguckt, was gibt es da für Lücken, wir haben uns den Code angeschaut und da könnten Probleme auftauchen oder das würde passieren, wenn es eine Flash Loan Attack gäbe oder ähnliches. Und damit sehe ich jetzt keine Probleme. Problematischer wird es dann natürlich, wenn man gewisse Bewertungen abgibt im Sinne von, hey, das ist eine gute Anlage, das ist eine schlechte Anlage, da gewinnst du Geld, da verlierst du Geld. Habt ihr auch geplant, später mal mit Codify zusammenzuarbeiten? Codify, die Konsensustochter, die ihr dann auch neue Transaction-Bewertungen oder an die Mann gelangen, also Sammeln von Daten, Vorhersagen von Daten nach gewissen Kriterien, habt ihr das auch geplant? Es klingt interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt noch keinen Kontakt mit denen, mit Codify. Wird es nach deiner Sicht in 10 Jahren noch Banken geben, so wie es die mit heutigen Businessaufgaben gibt? Ich glaube, also wenn dann verändert oder mit mehr Angebot, ich glaube, so ganz lassen sie sich ihr Business nicht nehmen. Und ich würde sagen, das liegt sehr an den Banken und wie bereit die sind, einzusteigen, beziehungsweise ein Augen offen halten, was sich so tut im DeFi-Space. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die sich mit dem Thema überhaupt nicht befassen. Also ich glaube, für die wird es sicherlich noch Banken geben. Das klingt jetzt immer ein bisschen böse, aber ich meine, ich glaube, wenn ich persönlich 70, 80 wäre, dann würde ich mir jetzt auch nicht mehr überlegen, was kann ich mit DeFi noch so groß anstellen, sondern halt mein Geld auf der Bank lassen und das war's. Und wenn ich in 10 Jahren noch lebe, dann wäre es natürlich gut, wenn es die Bank noch gibt. Naja, es gibt ja in einigen Teilen der Erde, nehmen wir mal El Salvador zum Beispiel, ja, ein mittelamerikanisches Land,
Oft haben 70% der Menschen kein Bankkonto. Das muss man sich mal überlegen, ja. Und da gibt es noch einige Prozente der Weltbevölkerung, wo das ähnlich ist. Und El Salvador hat ja, heute hat die Bank of America bekannt gegeben, naja, wir finden es gut, was El Salvador macht, da können auch die unbanked vielleicht banked werden. Aber nächste Frage, was kommt deiner Ansicht nach, deiner Prognose nach, nach DeFi und NFTs? Dazu möchte ich eigentlich keine Prognose abgeben, weil ich glaube, jeder, der so tut, wie wenn er weiß, was danach kommt, ist ein bisschen, also ich finde, ich glaube, das kann man nicht vorhersehen, was das nächste ist. Sehr schwierig und ja. Dann greife ich das Stichwort Nächste auch auf und nehme die nächste Frage. Wo wohnt dieser ominöse Satoshi Nakamoto? Wer ist er? Was ist er? Was macht er zurzeit? Hat er bei euch mal als Mitglied angefragt? Wärt ihr bereit, ihn als Mitglied aufzunehmen? Sag mal ein bisschen was dazu. Satoshi Nakamoto, wer auch immer das ist, er, sie, würden wir natürlich als Mitglied aufnehmen, vorausgesetzt wir wissen, dass das wirklich Satoshi Nakamoto ist und nicht jemand, der sich danach ausgibt. Was macht er oder ist zurzeit? Was wird er in Zukunft machen? Schwierig. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich würde mich zurücklehnen an seiner Stelle oder ihrer Stelle und ja, mir die Welt anschauen, wie sie jetzt passiert, schauen, wie quasi mein Baby weiter wächst, ohne weiteren Einfluss von mir. Das war ja auch ein bisschen der Hintergrundgedanke, dass es keinen mehr braucht, der das Ganze kontrolliert. Und mich erfreuen, dass Blockchain, DeFi und Bitcoin so Fuß gefasst haben. Tja, dann wären wir eigentlich mit dem heutigen Podcast oder mit unseren Fragen zumindest soweit durch. Möchtest du zum Abschluss, Maximilian, noch etwas loswerden oder auch Fragen uns fragen? Was denkt ihr denn, dass nach DeFi und NFT kommt? Die würde ich gerne zurückstellen, die Frage. Ich persönlich glaube, dass es dann noch Social Token geben wird, die eine völlig neue Wertigkeit in unserem digitalen Zusammenleben entwickeln, Mensch zu Mensch, glaube ich. Und dass neue Social Media Plattformen entstehen werden, ähnlich zu Steemit, wobei das noch ein Anfang ist. Mal schauen. Das ist meine Prognose. Gut, die Frage ist, ob noch nach DeFi jetzt in den nächsten Jahren noch irgendwie was kommt und ob der Zug nicht noch ein bisschen weiter und länger fahren kann. Bei NFTs bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig sicher, ob das der große Brüller werden wird. Es wird da sicherlich noch andere Sachen geben. Klar, man könnte jetzt Versicherungen als NFTs ausgestalten und ähnliche Sachen. Aber ich denke mal, diese NFT-Geschichte wird sich in Richtungen entwickeln, wo wir nicht denken oder sofort vermuten, dass da ein NFT dahinter ist. Aber ich fand dein Schlusswort vorhin ganz gut. Wir danken dir für deine Zeit, für deine Antworten auf unsere Fragen und dass du bei uns warst. Ich Und danke euch für die Einladung. wir verabschieden uns und kommt in unseren Telegram-Kanal defi-jetzt oder guckt uns auch auf YouTube an. Seit neuestem gibt es da unsere Podcasts auch zum Anschauen. Also, tschüss. Tschüss, Tschüss. Wiedersehen.